Hautstraffung nach extremer Gewichtsabnahme. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie eine Adipositas-OP hinter sich gebracht haben, wenn Sie also sehr viel abgenommen haben, dann ist das ja ein großer Erfolg. Aber es ist noch etwas zu tun, und zwar für die Haut. Denn die Haut ist im Grunde genommen für Sie viel zu groß geworden. Und was man da jetzt tun kann, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Jörg Elsner. Er ist Chefarzt der Abteilung für plastisch-ästhetische, rekonstruktive und Handchirurgie an den Asklepios-Standorten Harburg, St. Georg und Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank. Mit wie viel Gewicht kommen die Patienten zu Ihnen? Wie viel haben die abgenommen, wenn Sie sie das erste Mal sehen? Das sind im Endeffekt schon sehr, sehr große Kilogrammverluste, die die Patienten hinter sich haben. Wir reden da so 30, 40, 50 Kilogramm mindestens. Aber auch nach oben ist die Zahl offen. Jeden Alters? Jeden Alters. Junge Leute? Natürlich hat man einen Altersgipfel, wo man sagt, das sind die Patienten, wo das Gros bei uns ist. Das sind meistens so in der arbeitenden Bevölkerung 30 bis 60 Jahre, weil sie haben genauso jüngere als auch ältere Patienten. Ja, wir reden ja über eine Hautstraffung oder man kann vielleicht auch sagen über die Wiederherstellung der körperlichen Form, oder? Richtig, absolut. Das ist mir auch wichtig. Das ist nicht nur eine einfache Hautstraffung, sondern es ist wirklich eine Wiederherstellung der Körperoberfläche. Wir sagen auch, das ist kein, wie es generell auch häufig aufgenommen wird, eine Schönheits-OP, sondern es ist eine wiederherstellende Operation. Wir machen die Körperoberfläche, wie sie vor der Gewichtszunahme bei dem Patienten war. Die stellen wir wieder her. Warum ergibt sich denn das Problem überhaupt? Denn die Haut dehnt sich ja, wenn man zunimmt. Und warum zieht Richtig. Sie sich denn nicht zurück, wenn man wieder abnimmt? Das ist so, das ist die Natur. Ich kann Ihnen jetzt die Feinheiten, warum das so ist, natürlich biomechanisch versuchen zu erläutern. Aber grob gesehen kann man es einfach akzeptieren. Es ist so, die Patienten nehmen eher am Unterhautfettgewebe als an der Haut ab. Das heißt, sie haben wirklich viel Hautüberschuss. Das kann extrem sein. Das kann so sein, dass wirklich die Haut über die Gürtelschnalle hinaus Richtung Oberschenkel sich bewegt und nicht zurückbildet. Und das wird von den Patienten als extrem störend wahrgenommen. Und auch mit einem gewissen Krankheitswert natürlich. Warum? Sie können damit mechanische Beeinträchtigungen gehen, die natürlich stören beim Sport, die bei normalen Bewegungen beim Alltag stören. Aber darüber hinaus natürlich können Sie sich vorstellen, wenn Haut auf Haut kommt, hat das eine Reibungssituation. Und das kann im einfachsten Falle sein, dass der Säure-Basen-Haushalt gestört wird. Das heißt, Erkrankungen wie Pilzinfektionen können leichter passieren, aber genauso auch natürlich durch die Reizung Ekzeme, Hautausschläge, die sehr stören, jucken und auch wehtun können, bis zu offenen Wunden. Das haben wir alle schon gesehen. Ja, man macht sich ja nicht so klar, dass die Haut ja mehrere Schichten hat. Sie sagten ja eben auch so Oberhaut, Unterhaut. Was genau, also man kennt ja Frauen, die schwanger gewesen sind, kennen vielleicht ja auch Schwangerschaftsstreifen. Aber wie tief ist denn die Haut geschädigt, wenn sie stark überdehnt worden ist? Sie müssen sich vorstellen, die Haut, das, was wir als Haut wahrnehmen, ist nur die Oberfläche. Darunter gibt es die sogenannte Unterhaut. Mhm. Diese Unterhaut hat zwei wichtige Strukturen, die eine Rolle spielen bei der ganzen Angelegenheit. Das sind kollagene Fasern und elastische Fasern. Mhm. Die beiden werden extrem geschädigt. Elastisch kann man sich vorstellen wie beim Gummiband. Das sind diejenigen, die so ein bisschen die Elastizität gewährleisten. Und die Kollagen, das sind die Festigkeit, die Stabilität gewährleisten. Die haben sie, je nach Körperregion, haben sie die unterschiedlich verteilt. Mhm. Am Bauch ist es so, dass beide oder auch an anderen Körperstellen der Extremitäten beide Fasern massiv geschädigt sind und leider keine hohe Regenerationsfähigkeit haben. Mhm. Das heißt, diese Schädigung beinhaltet, dass die Haut sich auch nicht wieder zurückbildet und ein Nebeneffekt, dass die Haut auch schneller altert. Also runzliger wird, meinst du? Runzliger wird und auch von der, wenn wir selber älter werden, ist es ja auch so, dass unsere Haut sich mehr bildet und auch ein bisschen das Unterhautgewebe weniger wird. Das heißt, das passiert da schneller. Das heißt, wenn Sie als Mensch, der jetzt nicht zugenommen hat, nach 10 Jahren vielleicht eine gewisse Hautveränderung merken, die mit dem Alter zu tun hat, merken das diese Patienten schon nach 5 Jahren. Okay. Und wenn die Haut so überdehnt wird durch eine starke Gewichtszunahme und dann so lose ist nach der Abnahme, welche Körperbereiche sind da am meisten betroffen?
Der Klassiker ist der Bauch. Das ist das am meisten bei Frauen natürlich die Brust auch noch dazu, aber auch nicht nur bei Frauen, bei Männern oft auch. Mhm. Und dann kommen direkt die Extremitäten. Erster Stelle die Beine, vor allem die Oberschenkel, gefolgt dann von den Oberarmen. Mhm. Unterschenkel, Unterarme ganz selten, aber Oberschenkel sehr häufig, Oberarme häufiger. Mhm. Und kann man das alles straffen? Ja. Und wie machen Sie das? Wie gehen Sie das an? Also im Endeffekt schauen wir an, wo ein Krankheitswert besteht. Das ist so. Also wir stellen ja wieder her. Das heißt, Patienten kommen nach einer extremen Gewichtsabnahme zu uns. Und leider ist es so, dass eine körperliche Beschwerde oder eine körperliche Beeinträchtigung stattfinden muss, damit man überhaupt eine Chance hat, dass als Krankheitsbild von den Krankenkassen akzeptiert wird und damit auch eine Kostenübernahme stattfinden kann. Wenn das nicht der Fall ist, ist es leider ein sogenannter ästhetischer Eingriff. Das ist natürlich in dem Falle absolut nicht gerechtfertigt und stimmt auch nicht. Aber so wird es leider primär erstmal von den Krankenkassen gesehen, bis ein Krankheitswert von uns mit dem Patienten zusammen nachgewiesen wurde. Das heißt also, Sie sehen sich das Thema an, zusammen mit dem Patienten. Richtig. Sie haben Ihre Erfahrung, Sie wissen schon, wo die Krankenkassen reagieren, wo nicht. Und dann ist die Frage, was zahlt man vielleicht selber, kann es sich leisten und was übernimmt die Krankenkasse? Genau, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Ja. Wir versuchen es schon, diesen Krankheitswert hinzustellen. Ja. Es ist aber, wenn wir dabei der Patienten das auch nachweisen können, das, was ich eben erwähnte, diese Hautveränderungen stattfinden, dass zum Beispiel auch Beeinträchtigungen von der Wirbelsäule sind, weil die Hautüberschüsse auch eine gewisse Haltungsschiefstand machen. Dann versuchen wir das alles zusammenzufassen. Dann machen wir ein sogenanntes Attest. Ja. Da wird genau festgelegt, wo sind die Beschwerden, wo sind die körperlichen Beeinträchtigungen. Das wird dann mit einer standardisierten Fotodokumentation untermauert. Und das alles geht dann zur Krankenkasse, die das prüft. Da hat sie einen gewissen Zeitraum, wo sie das nur prüfen darf. Wenn man Glück hat, schafft sie das nicht ganz, dann gilt es als angenommen. Aber wenn nicht, wird es geprüft. Und dann muss man schauen, wir haben ja oft mehrere Körperregionen. Also wenn ich jetzt, was ich eben aufgezählt habe, Bauch, Oberschenkel, Brust, da sind ja schon Operationen, mindestens 3 bis 4 Stück, die man im Laufe der Zeit macht. Mhm. Und die müssen natürlich auch jede einzelne von der Krankenkasse dann bestätigt werden. Manchmal ist es so, dass nur 1 oder 2 bestätigt werden. Und dann, was Sie eben angesprochen haben, dann fällt dann das, was nicht angenommen wurde. Und der Patient akzeptiert das dann auch in den ästhetischen Bereich. Es sind ja sowieso verschiedene Operationen hintereinander. Es ist ja nicht eine Geschichte, mit der man am Stück vielleicht 4 Wochen beschäftigt wäre, sondern viele verschiedene Operationen, oder? Richtig. Also diejenige, die natürlich am klassischen ist, ist die Bauchdecke. Ja. Da spüren die Patienten als erstes das Problem. Man kriegt nicht nur Hautprobleme, man hat natürlich auch meistens noch eine Bauchwandschwäche dabei. Durch diese extreme Überdehnung wird nicht nur die Haut überdehnt, sondern auch die darunterliegende Muskulatur und die sogenannten Faszien. Das ist eine kräftige Bindegewebschicht, die mehr oder weniger unsere inneren Organe in einer gewissen Form hält. Mhm. Und wenn sie natürlich zunehmen, dann nehmen sie nicht nur, was wir oft nur wahrnehmen, an der Körperoberfläche zu, sondern sie nehmen auch um die Organe zu. Das heißt, diese Organe verfetten regelrecht. Und das führt natürlich von innen her auch zu einem Druck auf die Strukturen, die sie Bauchinnenorgane in der Form halten. Und das überdehnt sich dann. Dann hat man auch eine sogenannte Rectusdiastase, das heißt zwischen den beiden Rectusmuskeln, die wir Männer ja, wenn wir toll trainieren, als Sixpacks haben. Daneben diese Schicht, die wird überdehnt, geht auseinander. Mhm. Und das ist in der Tat so, dass das dann natürlich auch Probleme machen kann. Was Sie denn gleich mit operieren? Richtig, weil wir sind vor Ort, wenn wir eine Bauchdecke operieren, dann nehmen Sie ja nicht nur die Haut weg, sondern Sie müssen auch die Haut, die da ist, so in eine Form bringen, dass es ästhetisch schön aussieht, dass die Narben möglichst unscheinbar in der sogenannten Bikini-Zone verschwinden und verborgen sind. Und das bedingt, dass wir wirklich einen sehr guten Blick auf die gesamte Bauchwand haben, unterhalb der Haut, auf die Faszien. Mhm. Und damit können wir dann vor Ort das effektiv straffen und wiederherstellen. Ja, genau. Also wenn wir jetzt, also angenommen, Sie fangen mit dem Bauch an, also die erste von bis zu 5 OPs ja dann wahrscheinlich. Richtig. Also bin ich auch eine ganze Zeit damit beschäftigt, 1-2 Jahre genau. Vielleicht. Diese ganze, also die Bauchdecke, wenn Sie die straffen, wie geht das? Im Endeffekt wird vorher festgelegt, genau wo die Resektionslinien sind. Das heißt, Sie dürfen auch nicht zu viel Haut wegnehmen, dann kriegen Sie nachher keinen Verschluss mehr hin. Also das ist Sie müssen eine möglichst effektive Straffung bekommen, eine möglichst
effektive Wiederherstellung bei einer gleichzeitig ästhetisch ansprechenden Operation, auch für den Patienten. Wie gesagt, Narben sollen unsichtbar sein, zumindest so versteckt, dass sie nicht auf den ersten Blick auffallen. Und das bedeutet, man macht eine sogenannte Resektionslinie. Man wird vorher beim stehenden und beim liegenden Patient, weil da ändert sich unser Körperbild ja, wird festgelegt, wo sind genau die überschüssigen Hautanteile. Die werden eingezeichnet und dann werden sie innerhalb der Operation entfernt. Sie ziehen die Bauchdecke von oben nach unten. Das muss man dann machen. Sie müssen sich das grob vorstellen zwischen Schambereich und Bauchnabel. Das ist meistens das, wo die meiste Haut zu viel ist. Das wird entfernt. Dann kann man sich vorstellen, Bauchnabel bis zum Schambereich sind ja im Schnitt schon mindestens 10 bis 20 Zentimeter. Das kann man nicht so einfach zuziehen. Und dann nutzt man, im Endeffekt müssen Sie dann die Haut und das Unterhaut wieder von der Bauchwandfaszie lösen, nutzen dann die natürliche Elastizität der Haut, um diesen tiefer Versetzung der Bauchwand zu gewährleisten und dann diese Vernähung wieder hinzubekommen. Was habe ich dann für eine Naht? Das ist mehrere Schichten, müssen Sie sich vorstellen. Das wird ganz tief angefangen und geht dann bis oben hin. Und diese Naht ist durchgehend. Quer? Quer. Im, wirklich, man kann das vorstellen, da wo bei der Unterwäsche der Oberrand eigentlich endet, bei den beiden Beckenknochen links und rechts, die man tasten kann, da wird die Narbe bzw. die Wunde zum Liegen kommen. Die Narbe ist es dann nach 2 Wochen ungefähr, da geht eine Wunde in eine Narbe über. Und das Ganze, um das in Zentimetern auszudrücken, hängt natürlich von der Körperanatomie ab, 30 bis 40 Zentimeter. Also es ist schon eine ordentliche Wunde bzw. Narbe, die da entsteht. Deswegen sind wir ja auch so interessiert dran, dass die möglichst unauffällig zum Liegen kommt. Ja, ist es nicht auch möglich, dass man eine senkrechte Naht hat? Das ist in der Tat so, wenn Sie extrem abgenommen haben. Dann ist es meistens so, das kann man sich vorstellen, dass wirklich so eine 2-Etagen-Hautüberschuss herrscht. Sie haben in diesem unteren Bereich unterhalb des Nabels, aber auch genauso zwischen Brustbein und Rippenbögen und dem Nabel einen Hautüberschuss. Und das kriegen Sie mit einer einfachen Hautstraffung nicht hin. Da machen Sie, wir nennen das Ankerschnitt, weil es wie ein Schiffsanker aussieht, einen Quer- und einen Längsschnitt. Und damit können Sie eine optimale Straffung erreichen. Nachteil natürlich, diese Narbe können Sie nicht verdecken. Nee, die kann man nicht verdecken. Was wird aus dem Bauchnabel? Der wird wieder eingenäht. Das heißt, der wird an der gleichen Position belassen und wird dann, wenn man eine klassische Bauchdecke hat, muss man sich vorstellen, ungefähr 10, 12 cm oberhalb vom Schambereich, wird eine Inzision in der Haut gemacht und dann wird der durchgezogen und dann wieder mit dieser runtergezogenen Haut vernäht. Jetzt haben wir ja schon über Narben gesprochen. Narben sind ja so lala. Also mancher ist damit zufrieden, dann sind die ganz fein, weiß und dünn. Und andere haben mit dickeren Narben zu tun. Richtig. Kann man da was machen aus Ihrer Sicht? Sie haben das richtigerweise angesprochen. Wir wünschen uns immer die reife Narbe, die sogenannte reife Narbe. Das ist ein dünner, weißer Strich. Aber leider ist das nicht immer so. Das hängt zum Teil von der Stelle ab, wo wir die Narbe haben. Kommt eine besondere Belastung, wirkender Scherkräfte, wirkender Torsionskräfte. Dann hat natürlich die Narbe Stress und wird oft ein bisschen dicker, geröteter. Dann gibt es auch genetische Komponenten. Wir wissen bei farbigen Patienten, dass besonders eine etwas kräftiger, rote und derbere Narbe entstehen kann. Aber genauso kann das auch bei Patienten passieren, wo man vorher gar nicht das gerechnet hat. Das sind wirklich genetische Komponenten, wo es leider kein Marker gibt, wo man es im Vorfeld feststellen kann. Was wir aber wissen ist, wir müssen möglichst atraumatisch operieren, wir müssen möglichst schonend operieren. Wir können, wenn wir das wissen, natürlich auch intraoperativ schon Techniken anwenden, um diese überschießende Narbenbildung zu minimieren. Aber im Endeffekt das A und O, atraumatisch arbeiten und die postoperative, wenn nach 2 Wochen die Wunde in eine Narbe umgeht, das so betreuen, dass man möglichst eine optimale Narbenpflege hat. Das heißt, viel cremen, spezielle Cremes nehmen. Mhm. Es gibt Silikoncremes, die den Wasserhaushalt ändern. Das hat dazu geführt oder führt dazu, dass diese Narbe etwas blasser wird und weniger hart wird. Es gibt sogenannte Silikonauflagen, aber auch ganz wichtig, was alle Patienten bei uns standardmäßig haben, sogenannte Kompressionswäsche. Durch Kompression wird die Lymphe abtransportiert, die Narbe wird stabil gehalten, dass die Scherkräfte minimiert werden, was enorm positiven Effekt auf eine sehr gute Narbenbildung hat. Ja, und ich glaube auch, man muss schon mitspielen dabei, nicht zu viel Zug auf die Narbe zu bringen. Absolut. Oder? Also gerade bei der Bauchdecke heißt das was? Krumm stehen für 6 Wochen? Drei Wochen. Immerhin. Ist ja schon. Das ist schon ein Wort, was ist so, aber ja. Sie müssen sich vorstellen, das geht relativ zügig vorbei. Ich erzähle meinen Patienten immer, stellen Sie sich vor, Sie haben Gehstock und müssen sich so ein bisschen nach vorne beugen. Ja. Die meisten machen das wirklich, gewöhnen sich schnell dran und man ist ja die erste Woche sowieso noch ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung und dann geht die restliche Zeit.
zügig vorbei, versprochen. Das habe ich noch nie als sehr schlimm erlebt oder beschrieben bekommen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!